Ich grüße euch, liebe Dampferdampferinnen, alle, die es mal werden wollen. Wir kommen heute zu dem Solar 3 von Antimatter. So sieht das Ganze aus. Ist ein Longfill-Aroma, wird beschrieben als eine erfrischende und fruchtige Orange. Da drin befindet sich noch eine 10-Milliliter-Flasche, die kippt ihr einfach komplett rein. Befüllt das Ganze mit Base und gegebenenfalls Nikotin. Und genauer beschrieben wird es als: genieße eine Pause mit diesem erfrischenden, fruchtigen Geschmack eines ganzen sonnigen Kosmos aus saftig prallen Orangen, vereint zu einem paradiesischen Genuss, dank der richtigen Balance aus fruchtig, süß und erfrischend sauer. Mir ist das Ganze so ein Stück zu dünn. Also ich muss sagen, in den Pod-Systemen, in den MTL-Geräten, finde ich, kommt es gut raus. Da hast du wirklich auch mehr so diesen vollmundigen Charakter. Hast so eine leichte Säurenote auch mit drin, die aber gut zum Liquid passt. Die Orange würde ich mehr so in so eine Limo-Richtung beschreiben. Sie ist nicht verdammt künstlich, sie ist aber auch nicht verdammt natürlich. Ist irgendwie so ein Mix aus beiden. Aber gerade so im Sub-Ohm-Bereich, also in den Geräten, die ein bisschen mehr Dampf erzeugen, finde ich, kommt die Orange zu dünn raus. Da hast du ja vielleicht so einen minimal leichten Säure-Touch. Ich finde, die Orange kommt auch nicht so komplett vollmundig raus. Du hast irgendwie so einen Orangengeschmack, den du wahrnimmst, aber der mir persönlich nicht ausreicht. Also irgendwie finde ich, da schafft es halt nicht so diese komplexe Erscheinung, so dass du sagst, ah okay, diese Orange dampfe ich jetzt länger weiter. Aber wie gesagt, im Pod-System hat es mir irgendwie gefallen. Wenn ich das allerdings hier zum Beispiel mit dem Neutrino vergleiche, was ja hier eine schwarze Johannisbeere mit einem Schuss Honig und Frische ist, finde ich das wesentlich ausgewogener und wesentlich ausbalancierter. Und wie diesen Effekt schafft das Ganze bei mir nicht. Dachte, okay, lässt du noch ein bisschen länger stehen, vielleicht kommt es dann so ein bisschen vollmundiger mit raus. Steht jetzt aber schon ein paar Wochen und hat leider diesen Effekt bei mir nicht geschafft. Frische würde ich so auf auf eine 7, vielleicht sogar eine 8 von 10 einstufen. Süße würde ich eine 8 von 10 vergeben, aber das wäre so ein Beispiel. Da finde ich, ist die Süße so ein Stück mehr als der Geschmack vom Liquid und passt für mich hier nicht so ganz überein. Ja, ich würde sagen, falls ihr das selber zu Hause habt, könnt ihr gerne mal Feedback in den Kommentaren da lassen für die Leute, die überlegen, hole ich mir das, hole ich mir das nicht. Und dann, falls euch das Video gefallen hat, vielleicht einen Daumen nach oben geben. Und das war's von meiner Seite. Schönen Abend euch noch und bis dahin.